Herzlich willkommen zurück in 7 Days to Die. Es geht jetzt los in die Gravetown. Wie sind wir etwa noch voll? Nicht wir, aber du? Ein Traum. Dann bleibst du erst einmal da. Mal irgendwas reparieren? Noch nicht. So. Dann setzen wir uns einen Wegpunkt. Immer da unten. Was haben wir zum Anziehen? Passt alles? Gut. Jetzt kann losgehen. Lampe lassen wir an. Wir haben eine Wrench, wir haben ein paar Gitter, wir haben das Messer, wir haben den Crossbow. Das zweitwichtigste Werkzeug ist hier die Axt, weil die geht schnell. Oh, wir haben uns Joel noch, der bietet sich förmlich an, ne? Ich habe so das Gefühl, der bietet sich an. Hat sich angeboten. Okay, das hat sich nicht gelohnt. Wir müssen nach Süden. Auf in die Gravetown. Macht's Geräusche. Wo fahre ich eigentlich lang? So dämlich. Ja. Baum, 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 Baum. Kleines Zeltlager. Allerliebst. Oh, da kommt dieses komische Wörnt-Biom, oder wie sich das nennt, schimpft. Sogar mein Bär noch da. Finde ich ja eigentlich. Aber egal. Ein Schwein, ein Schwein. So, Großstadt-Action. Mitten beim Baum abgesprungen. Ich wäre mal so. Oh. Wo bist du? Da bist du. Du musst mit Federn können wir hier nicht liegen lassen. Da. Wenn wir so ein bisschen mittig reinfahren in die Stadt, die Laufwege zum Motorrad nicht so groß sind,
Genau, den Futterladen. Hier werden wir parken, mitten auf der Kreuzung. Wow! Moment. Habe ich denn wohl für eine Hose an? War doch, glaube ich, schon. Genau. Dann fliegst du weg. Essen. Weiß ich gar nicht, ob ich in diesem komischen Bücherladen schon drin war. Von der Aufdeckung her sieht es nicht so aus. Haufen Bienen sind hier unterwegs. Das kannst du aber hier klemmen. Machen Pillen denn in so einem und die Slug-Munition, wenn ich das gesehen habe. Und der bestimmt herumgerannt ums Haus. Es sieht, hört sich an, als wäre der oben. Ja, dann komm mal runter, komm. So einen blöden Stampfer.
Jetzt kommt er nicht runter, ne? Lesen wir das mal alles weg hier. Ich glaube, das meiste davon hat man schon. Ja, du willst nicht runterkommen, dann leckst mich fett jetzt da oben. Oh, jetzt sind es ein, zwei Fußtrappeln mehr. So, dann muss ich die Toilette hinten noch reinklauen. Ach, mal wieder eine Tür gelockt ist. Ja, auch selten vor. Medikit. Okay. Das ist ziemlich hell. Diese Schwachsinn-Schematiken immer. Das kriegt das jetzt nicht mehr. Schmeiße ich jetzt nur noch weg. Ist das auch gleich weg? Und auch durch die Leier. Perfekt. Da haben wir noch Thematik. AK. Geladen. Okay, damit ist Bücherladen erledigt. Mal zurück zum Bike.
So, da holen wir uns den Futterladen gleich. Läden, oder? Wilden Gläser wieder eingesammelt. Ein Fressladen, und da hinten ist auch ein Fressladen. Und ich den Fressladen dann gelootet haben. Okay, gucken wir uns den hier an. Erstmal, wie sich das gehört. Müllrahmen. Oh. Kann ich keinen Frame hinsetzen hier? Was für ein Schwachsinn. Kommt irgendwas angelaufen. Stinken tue ich auch. Hier mal alles in den Mülleimer mit. Faszinierend. Dann nehmen wir auch noch mit. Haben wir. Das schmeißen wir erstmal weg. Ui.